Hallo zusammen, herzlich willkommen bei mir zu Hause. Ich bin die Dani und heute gibt es ein Unboxing-Video und zwar von der Beauty-Überraschungsbox von Yves Rocher. Und wir sind jetzt hier im Wohnzimmer, oder vielmehr, ich bin hier im Wohnzimmer. Es ist sehr spät am Abend. Ich drehe meine Videos immer ziemlich spät, weil ich dann einfach die nötige Ruhe habe, mich einfach auf die schönen Sachen einlassen kann, die hier vor mir liegen, die ich euch zeigen möchte. Und also ich hatte keine Lust, mich irgendwie zu schminken und habe mich jetzt eingemummelt in meinem Poncho. Ja, ne? Also wenn ihr Lust darauf habt, einfach mal zu schauen, was ich da so Schönes bekommen habe, dann kommt mal eben mit darüber. Weil da einfach das Licht besser ist und da habe ich einfach einen glatten Hintergrund. Ich könnte eigentlich auch hier filmen, aber nee, da hinten gefällt mir besser. Also kommt mal eben mit. Wie ich schon gesagt habe, geht es heute um die Beauty-Überraschungsbox von Yves Rocher. Es ist so, dass Yves Rocher zu bestimmten Anlässen oder auch eher in sporadischen Abständen Überraschungsboxen herausbringt. Die kann man dann so einfach bestellen. Das ist jetzt keine Abo-Box. Und ich habe die Chance genutzt. Gerade jetzt zu Valentinstag haben die drei Varianten rausgebracht. Ich glaube, die erste war für 15 Euro, die zweite für 20 Euro. Und die dritte Box würde 25 Euro kosten. Ich habe mich für die 25 Euro Box entschieden. Ja, und die ist dann, ich glaube, vor zwei Tagen gekommen. Vor zwei Tagen, ja. Und ja, was da alle drin ist, das möchte ich euch jetzt zeigen. Das hier ist die Beauty Box von Yves Rocher und die kommt in einem schlichten Weiß. Sie kommt dann exakt so, ne? Also mit diesem Wickelpapier, und dann kann man auch schon die Produkte entnehmen. Dieser Box war keine Karte beigelegt, wo man sich schlau machen kann, um was für Produkte es sich handelt und wie viel die kosten, wie das so in den anderen Abo-Boxen üblich ist, wie zum Beispiel Glossybox oder Pinkbox. Ja, man muss sich die Informationen und die Preise quasi auf deren Online-Seite holen oder aus deren Katalog. Das habe ich dann auch gemacht. Und ja, legen wir einfach mal los mit den Produkten. Und das erste Produkt, was ich aus der Box entnommen habe, das ist ein Duschgel, ein Duschbad, also ein Badeschaum oder ein Duschgel, und zwar in der Richtung, Duftrichtung Magnolia White Tea. Und ich finde, der Duft ist sehr schön, sehr dezent, angenehm und riecht einfach nach Magnolie. Also ohne viel Tamtam, einfach ein Magnolienblütenduft, gefällt mir sehr. Und das ist eine 400 ml Flasche und ich habe mich wirklich sehr darüber gefreut. Das zweite Produkt, das ist ein Parfum, L'Eau de Parfum Oui à l'amour. Und zwar ist das eine 30 ml Größe. Die habe ich jetzt nicht geöffnet. Ich möchte noch meine anderen Düfte aufbrauchen. Und das ist wohl ein blumiger, eher frischer Duft, so wie ich mich da erinnere. Ich guck mal eben. Ja, wie machen wir das? Mit den Preisen. Die Preise werde ich euch einblenden. Und zwar zwei Preise. Der eine Preis ist der aktuelle Katalogpreis. Und der andere Preis, nein, wir machen das nicht, nein, nein. Ich blende euch die aktuellen Katalogpreise der Produkte ein, wenn man die einzeln bestellen würde. So, also kommen wir zurück zum Parfum. Das ist ein
Duft wie eine Liebeserklärung steht hier. Prickelnd, blumisch, orientalisch. Ein Duft mit Engelwurz und Rose in der Kopfnote, verschmilzt mit Tonka und Zeder in der Basis zu einem frischen, unbeschreiblich weiblichen Duft. Hört sich sehr, sehr gut an. Würde auch zu mir passen, denke ich mal. Und deswegen freue ich mich auch hier, dass ein Parfum mit in der Box war. Soll ich mal meine Lippen nochmal? Ja. Das dritte Produkt ist eine Handcreme. Und zwar in der Duftrichtung Olive. Ja, es riecht nach Olive. Sehr schön nach Olive. Also nicht wie Olivenöl oder so. Bratfett und so. Ah, nein, sondern richtig schön nach Olive. Pflegender Olive. Es riecht wirklich sehr, sehr schön und ich freue mich wirklich, dass diese Handcreme dabei ist. Das ist übrigens eine 30 ml Tube. Das vierte Produkt ist ein Gesichtspeeling. Das finde ich auch sehr, sehr schön und zwar Hydra Vegetal. Erfrischendes Gesichtspeeling. Also die Peelingkörner sind Bambuspartikel, was ich sehr gut finde. Ja, und es riecht wunderbar. Es riecht sehr, sehr aquatisch. Also der Duft gefällt mir sehr gut. Und die Peelingkörner sind auch sehr angenehm. Also sie sind nicht so grobkörnig. Hier behandelt es sich allerdings nicht um die Full-Size-Größe. Das ist eher eine Probiergröße von 30 ml. Ja, die Full-Size-Größe hat 75 ml, aber trotzdem freue ich mich darüber, um es einfach mal auszutesten. Das letzte Produkt, was wir hier haben, das ist ein Nagellack und zwar in der Farbe 21. Beige Rosé. Ein Rosaton, ein sehr heller Rosaton mit einem Aprikot mit Glitzerpartikeln. Eine Frühlingsfarbe und ich hoffe, wir haben bald endlich Frühling hier. Ich habe die Schnauze voll von diesem Wetter. Also das waren jetzt die Produkte von der Beauty-Überraschungsbox. Aber es ist ja auch so, dass man bei Yves Rocher so kleine Goodies dabei bekommt bei einer Bestellung oder auch Gratisprodukte. Und bei mir war ein Gratisprodukt dabei und zwar eine Mascara. Und ich teste unglaublich gerne Mascara aus. Ich habe so eine kleine Sammlung, die ich noch austesten möchte. Die lege ich dazu. Also es spendet wohl Volumen und einen schönen Schwung. Was ich jetzt zu dieser Box sagen möchte, ist, bestelle ich sie mir nach oder würde ich sie mir nochmal bestellen? Ja oder nein? Ich würde sagen, eher nein. Lass mich mal erklären. Der Grund ist, zu der Zeit, in der ich diese Box bestellt habe, gibt es natürlich diese Produkte auch einzeln zu kaufen und diese Preise habe ich mir herausgesucht. Bei Yves Rocher ist es ja so, dass es immer Aktionspreise gibt, 50% Rabatt, 70% Rabatt. Auf jeden Fall habe ich mir die aktuellen Preise dieser Produkte herausgesucht und ja, aufgeschrieben und dann einfach zusammengerechnet und bin auf einen Gesamtwert von 29 Euro gekommen ungefähr. Für die Box selber habe ich 25 Euro bezahlt. 25 Euro plus diese 3, 4 Euro Versand. Ja, dann kommt man eigentlich auf den Gesamtpreis oder Gesamtwert der Produkte. Also von daher, wer da jetzt irgendwie sparen möchte mit dieser Box, wie es bei den meisten Abo-Boxen so der Fall ist, dem würde ich einfach raten, wenn er die Produkte haben möchte, dass er diese einzeln bestellt. Aber da kann er sich wenigstens aussuchen, was er haben möchte.
Und wer sich aber lieber überraschen lassen möchte, dem kann ich die Box auf jeden Fall empfehlen. Die Produkte und die Zusammenstellung ist einfach wunderbar gewesen. Und ja, aber für mich persönlich, ich würde mir nicht nochmal nachbestellen. Ich habe mir ein zusätzliches Produkt bestellt, um an den Bestellwert von 30 Euro zu kommen, damit ich mir die 3,40 Euro, 50, 60 irgendwas Versandkosten spare. Denn ab einem Bestellwert von 30 Euro bekommt man die Lieferung versandkostenfrei. Also habe ich mir ein Produkt dazu bestellt, bin an die 30 Euro gekommen, habe somit die 3 Euro irgendwas gespart und habe ein Produkt erhalten, was ich mir sowieso schon bestellen wollte. Und zwar handelt es sich um Monoir de Tahiti. Das ist ein traditionelles Tiaré-Öl mit dem Duft der Monoir-Blüte. Und wer meine Videos verfolgt, der wird wissen, dass ich diesen Duft liebe, also den Duft der Monoir-Blüte. Und wenn man daran schnuppert, dann wird man sofort an den Strand gebeamt. Es ist Sommer, es ist warm, es ist Urlaub und man riecht förmlich das Meer oder man hört förmlich das Meer. Es ist einfach ein wunderbarer Duft und ich liebe den einfach. Hierbei handelt es sich um ein Körperöl und ein Haaröl. Und ja, Körperöle mag ich sehr, sehr gerne. Gerade im Sommer, Frühling, Sommer nutze ich lieber Körperöle als Körpercremes. Und ja, deswegen habe ich mir das hübsche Teil bestellt. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir einen Daumen nach oben. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr mehr solcher Videos sehen wollt. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.